Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, wir sind hier noch unterwegs mit unserem schicken, großen, fetten Generator, der ja nach Helsingborg muss. Und das machen wir denn jetzt noch, ne? Wir werden jetzt hier noch schön zur Fähre fahren. Weiß jetzt auch nicht, warum das Navi uns jetzt hier über Polen führt. Wir sollten mal 70 fahren, wie sich das gehört. Weil hier steht nämlich nur 70 so. Ah, hier ist die Fähre. Wir sind ja so gleich an der Fähre. So, und dann gucken wir doch mal, wie sich das jetzt hier verhält mit dem Auflieger. Mit dem neuen Schwerlast-DLC. Ob wir hier auch den Kreisverkehr gemeistert bekommen. Wir hätten da lang gemusst. Richtig. Tja, Jungs. Weiß ja nicht, wie ihr das handhabt. Aber ich muss hier leider zurücksetzen. Und ich möchte ja nicht stänkern. So, dann machen wir das jetzt ganz anders hier. Na, Kollege, fahr. Wenn ich jetzt mal hier doch über die Insel. Über die Verkehrsinsel hier. So. Ja, aber ich muss sagen, die Auflieger ziehen gut mit. Also. Man hat hier echt keine nicht großartige Schwierigkeiten. Die Frage ist, wie wird nachher beim Rangieren am Abladeort. Aber man merkt halt, er beschleunigt halt langsamer, weil halt hinten massig Gewicht dran hängt. Und das Ding hier, unser Generator wiegt 47 Tonnen. Oder die Ladung wiegt 47 Tonnen. Oh, die Fähre gibt schon Bescheid. Also wir sollten uns langsam beeilen. Sonst ist sie weg. Oder das war natürlich irgendwo ein Zug, kann natürlich auch sein. Aber wir gehen einfach mal davon aus, das war die Fähre. Gehen wir jetzt geradeaus weiter. Das Schild steht natürlich so schön da, dass man rechts nicht sieht, was da kommt. Links ist soweit immer noch frei. Könnten natürlich schon mal zumachen hier. Rechts, links. Lassen den BMW hier noch durch. Nee, sie bleibt stehen. Das ist sehr schön. Sie bleibt auch stehen. Das ist doch mal nett. Ich habe mal gleich noch eine polnische Arbeitsagentur entdeckt. No. So, wir müssen hier geradeaus weiter. Wir haben mal wieder Vorfahrt. Also wir haben keine Vorfahrt, sondern... Da ist frei. Hier kommt noch Verkehr. So, können wir jetzt eigentlich rüber. Du, Kollege, kannst mal kurz warten.
Wir sollen jetzt auf die Fähre. Das müsste die da sein, oder? Da gibt es aber keine Verbindung. Da ist unsere Fähre, alle klar. Oh mein Gott, ist das eng hier. Ob das funktioniert so mit unserem Trailer hier, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da haben die Jungs von der ProMods nicht mehr dran gedacht. Aber na, das sieht doch gut aus, oder? Jawohl, das sieht gut aus. Nicht hängen geblieben, sehr schön. So, und jetzt kannst du dich hier mal hochquälen. Genau. So, dann gucken wir doch mal. Ach, gibt nur eine Trelleborg. Na denn. So, dann können wir jetzt eigentlich weiter, wa? Jetzt noch das restliche Stück nach Helsingborg. Ich könnte mal auch mal das Radio anmachen, wa? So ruhig am LKW. Willst du wohin? Darum. Na, dann fahr doch auch gleich darum. Kollege, geht ja mal ja nicht hier. So, dann stellen wir 80 ein, mal, weil mehr dürfen wir ja nicht. Laut Bezeichnung auf dem Auflieger, da steht da hinten ganz groß dran 80. Genau, Achtung, Fahrzeug schert aus.
So. Problem ist aber nur, mir fällt für solche Sachen immer nichts ein, was ich erzählen soll. Weil viele erwarten immer, dass ich rede, 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 rede. Oder einige erwarten halt in den Let's Plays, dass halt viel geredet wird. Ich genieße einfach immer nur, dass ich überhaupt LKW fahren darf. Bis er sagt, LKW fahren darf hier am PC. Ich hoffe ja, dass es bald wirklich Realität wird, dass ich das doch bald in der Realität kann. Wenn das alles so klappt, da würde ein Traum von mir in Erfüllung gehen, vom Allerfeinsten. Ich meine, klar, der Job ist entbehrungsreich. Ne? Man muss halt viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Ich meine, aber andersrum, ich habe keine Familie, ich habe keinen, der auf mich zu Hause warten müsste. Mal abgesehen von meinen Biestern hier, aber da wird sich auch noch was einfallen lassen, die auch noch einen Weg finden. Ich dachte, bin ich der Typ, der gerne Nahverkehr machen würde oder machen wollen würde. Wie gesagt, klar, man ist tags am Abend zu Hause, aber was passiert denn da groß noch? Ist was, gehst unter die Dusche und bist dann schon im Bett verschwunden. Dann hattest du aber auch was vom Tag gehabt. Ich meine, das ist was für Familienväter. Die wollen, die abends halt bei ihrer Familie sein wollen. Ich bin mehr der Typ, so, mehr so, ja, am besten die ganze Woche unterwegs und Wochenende dann zu Hause. Wenn man Glück hat, ist man Wochenende zu Hause. Wenn du Pech hast, musst du Wochenende noch eine Tour machen oder musst halt irgendwo warten, bis halt deine Ladung annehmen kannst, weil Wochenende ist ja LKW-Verbot, sonntags Fahrverbot. Dann hängst du da schon mal irgendwo dann fest. Wie weit haben wir es denn noch? Na, sind wir gleich da in Helsingborg, na Mensch. So. Gucken, wie sich das jetzt hier mit dem Hänger wieder verhält, mit dem Auflieger. Blinken brauchen wir ja ohne die ganze Zeit. Und wie gesagt, als wenn du jetzt international unterwegs bist, hier Deutschland, Spanien und die ganzen Ecken, klar, dann bist du halt nicht immer zu Hause. Aber wie gesagt, wer soll denn hier auf mich warten? Ich habe weder Frau noch Kinder. So, und da sind wir ja schon in Helsingborg, Mensch. Und da müssen wir auch schon entladen. Wieso stehen hier überall Flugzeuge rum? Ich weiß, damit ich was zu fragen habe. Los, Junge. Also hier kann man nicht stimmen.
Also hier kann echt was nicht stimmen. Ich würde sagen, hier ist ein Map-Fehler. Durch irgendwas ausgelöst. Hier sollten wir ein Foto machen. Und der TSM melden. Nicht den Promot, Jungs. Nicht? Weil das sollen bestimmt Autos sein und keine Flugzeuge. Gucken, ob wir überhaupt durchkommen hier. Wenigstens abladen können. Entweder wurde das jetzt durch den DLC ausgelöst, dieser Fehler, oder ich mache jetzt mal kurz hier, weil das hier kann ja nicht sein hier, dass hier die unter Flugzeuge stehen. Hör auf zu hupen da hinten. So, dann wird natürlich jetzt mein LKW garantiert durch die Gegend fliegen, weil hier wieder irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe keinen Mod, der irgendwelche Flugzeuge verwendet. Das ist ja das Kuriose. So, meine Lieben, das war die Wesen. Das war die kurze Tour nach Helsingborg mit dem Schwerlast-DLC. Ja, ich wünsche euch noch was. Und mal gucken, vielleicht gibt es demnächst noch mehr. Aber ich sag dann mal Tschüssikowski, bye bye, euer Lumpi.